Südwest 3. Nichts liegt näher. Wie wichtig ist Bildung, verehrte Zuschauer? Im Computer- und Medienzeitalter erfahren wir viel und sind informiert, ohne gebildet sein zu müssen. Wozu also Bildung? Ist sie noch ein selbstverständliches Fundament oder gilt nicht mehr das Motto »Wissen ist Macht«? Bildung, wozu? Fragen Gertrud Höhler und ihre Gäste jetzt im 42. Baden-Badener Disput. Der 42. Baden-Badener Disput. Kulturgespräche zur Zeit. Heute zum Thema Bildung, wozu? Im Studio Anne-Marie Le Gloanec, Politikwissenschaftlerin, Berlin. Udo Marquardt, Philosoph, Gießen. Arnulf Baring, Professor für Zeitgeschichte an der Freien Universität in Berlin. Alfred Grosser, Politologe, Paris. Michael Stürmer, Historiker, Universität Erlangen. Peter Sloterdijk, Philosoph, Karlsruhe. Und als Gastgeberin Gertrud Höhler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Lohnt es sich, gebildet zu sein? Hat man Erfolg mit Bildung? Welchen Marktwert hat Bildung? Oder sind das lauter falsche Fragen? Ist Bildung ein Handicap, müsste man so anfangen, oder ein Luxus? Oder ist es eine besonders egozentrische Form der Selbstverwirklichung, wenn man sich Bildung leistet? Bildung ist langsam in einer schnellen Welt. Sie schafft Weitblick, aber vielleicht eher nach rückwärts als nach vorn, während alle von der Zukunft reden, verdächtig. Leitfossil dieses Jahrhunderts wird der Gebildete kaum sein, wenn unsere Nachfahren graben. Helden macht sie nicht mehr, macht sie Leitbilder, Vorbilder. Wer muss gebildet sein? Wer darf? Politiker? Manager? Sportler? Dichter? Wissenschaftler? Stört Bildung bei den Tempomachern unserer Zeit? Bei einer so gebildeten Runde, wie wir sie hier haben, könnte das Thema missglücken. Vielleicht ist es so, dass der Gebildete selbst am wenigsten weiß, ob er trotz oder wegen seiner Bildung Erfolg hat, eine Nische findet, sich wohl oder weniger wohl fühlt in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Sind wir uns eigentlich einig über die Definition? Was Bildung eigentlich ist, können wir das in wenigen Worten sagen? Herr Stürmer, wenn Sie jemand auf der Straße anspricht, was ist Bildung? Haben Sie dann spontan einen Satz parat? Bildung, würde ich dann sagen, ist ein Prozess. Man bemüht sich, aber der Prozess ist nie abgeschlossen. Wenn man stirbt, ist man immer nur unzureichend gebildet, weil die Perspektive unserer Zeit sich verschiebt und das, was hineinwirkt, ganz unerwartet ist. Ich habe heute früh auf dem Weg hierher einen Aufsatz gelesen über chinesische Militärdoktrin. Die denken weit ins 21. Jahrhundert, lauter Fantasiewaffen, die es zum Teil nur auf Reißbrettern gibt. Aber sie beziehen sich auf antike, sehr antike chinesische Kriegstheorien. Und ich würde daraus den Schluss ziehen, dass je schneller sich die Welt bewegt, desto wichtiger die Dinge werden, die sich nicht bewegen. Also das Schachspiel beispielsweise, das ja beliebige Analogien zulässt, oder die Liebe. Auf dem Weg zum Bahnhof saß ich neben drei auf der Bank in der S-Bahn neben ein paar Jugendlichen, die sich unterhielten, so etwa 12 Jahre alt, nur über virtuelle kleine Kriege, die sie geführt hatten, wo nichts mehr real war. Also vor denen hätte ich Angst, wenn die ein bisschen größer werden. Aber man hört ja jetzt auch schon, dass 12-Jährige
da ganz munter virtuelle Welt und reale Welt durcheinander bringen. Kurzum, je mehr wir in dieser zerfließenden Welt sind, wo die Zeit nicht mehr im Kreislauf ist, sondern in Sekunden abstürzt, keine Sekunde wiederherbringbar, kein Trost darin, sondern alles sozusagen wegstürzt, brauchen wir Ankerplätze, innere Ankerplätze. Und woher sollen die kommen? Ich glaube, dass Grundfragen der menschlichen Existenz tatsächlich aufgeworfen sind, nicht nur bei den alten Griechen, sondern auch in der klassischen Literatur. Ich glaube, dass ich mich leichter verständigen kann über Grundfragen menschlicher Existenz mit jemandem, der einen gewissen Bildungscode mit mir teilt. Nicht, dass meiner unbedingt verbindlich sein muss. Ich kenne mich wenig in der französischen Literatur aus. Aber mit einem Engländer, ich vermeide das Wort jetzt, gebildeten Engländer zu sprechen, ohne dass ich seinen Code ein bisschen erfasse. Die Bibel, Shakespeare, Alice in Wonderland, das ist sehr schwierig. Ich bekomme nur Fragmente mit, nur ganz primitive Signale. Ich bekomme nicht die unterschwelligen Signale. Das heißt, meine Kommunikation beruht auf einem gewissen gemeinsamen Bildungsfundus. Gemeinsam heißt nicht, dass wir sozusagen identisch sind, aber dass da genügend Überlappung drin ist. Herr Grosser, das könnte ja auch die Überlappung sein, wenn ich das kurz noch sagen darf, dass Sie beide den Film Titanic gesehen haben und früher mal Rain Man. Das ist auch ein gleicher Code, natürlich, der Sie dann verbindet. Ja. Es eigentlich ist, haben Sie nicht gesagt. Ja, aber ich würde zuerst mal sagen, das würde ich auf Französisch übersetzen mit Kultur, was Herr Stürmer eben gesagt hat. Und eine der Schwierigkeiten ist, dass Bildung auf Französisch nicht gibt. Und ich würde dann sagen, Bildung ist das, was einem erlaubt zu sagen, dass die Gebildeten im Allgemeinen auch die Eingebildeten sind. Das kann ich auf Französisch nicht so sagen. Und die Wirklichkeit stimmt auch, nicht? Das la vanité. Aber ich glaube doch, das, was Stürmer definiert hat, einerseits Kultur und andererseits Philosophie war. Philosophie im Sinne, dass wir versuchen an meinem Institut, aber das ist nicht gut gelungen. Ich hatte eine große Vorlesung im letzten Jahr für alle, ungefähr im Sinne, Sie haben jetzt in diesem Institut 1000 Antworten erlebt, Sie müssen jetzt wissen, dass es auch Fragen gibt. Und wir waren in Verbindung mit Philosophen, die kleine Gruppen hatten, also je 20 von diesem großen Hörsaal, also in der Woche. Und es ist nicht gut gegangen, denn ich wollte, dass die Philosophen ihnen sagen, nehmen wir Zeitprobleme und sehen Sie, wie die verankert sind, zum Beispiel bei Plato. Und die begannen bei Plato und gelangten vielleicht bis Pascal, aber nicht bis zur Gegenwart. Aber dass das etwas mit Bildung zu tun hat, ist gewiss, aber nicht für, also es ist nicht mein Wort Bildung, denn das ist mehr Überlegung über Grundfragen, die sich in der Welt stellen. Aber da können gebildete Menschen total ungebildet sein. Ja. Ich kenne hunderte von ungebildeten, gebildeten Leuten, die sich keine Grundfragen stellen, obwohl sie auf ihre Bildung stolz sind. Wir müssen Frau Lugloanek fragen, weil Sie die Franzosen erwähnt haben und die französische Sprache und Kultur. Sie haben kein Wort für Bildung. Ja, genau. Also Bildung könnte sowohl Kultur als auch Education sein. Also Kultur und dann Einschulung, ich weiß es nicht. Wie Traditionen, das geht einem ja auch durch den Kopf, wenn man sie beide hört. Traditionen, Autoritäten, Geschichte, das war ja alles drin in dem, was Sie gesagt haben. Aber Sie sind ja nun eine Kennerin der Deutschen und der deutschen Kultur. Was denken Sie, womit hat das zu tun, dass die Deutschen so ein Wort besitzen? Ich weiß es nicht. Also vielleicht eben den oft besprochenen Hang zum Absolutismus. Es gibt irgendwas in Bildung, das mysteriös ist. Bildung klingt mysteriös und auch zum Teil abgeschlossen, was wir eben nicht wollen. Aber Bildung ist ein Prozess, aber klingt wie ein... Man besitzt etwas und das ist etwas Mysteriöses, das Status. Man haben sollte und eben zu einem Status zu gelangen. Das hängt mit der auch mit der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert wahrscheinlich zusammen. Ja, da sagen Sie ja was Wichtiges, denn als Grundwort haben wir es erst seit dem
Ende des 18. sagen wir mal, aber dann in der großen pädagogischen Woge des 19. Jahrhunderts spielt es dann eine große Rolle, aber gleich schon sehr polemisch und umkämpft. Darauf kommen wir sicher noch. Also sie benutzt das Wort Absolutismus, wobei den Deutschen natürlich die Franzosen einfallen, aber sie sagen, es ist so der Hang, einen Status aus etwas zu machen, etwas zu verfestigen, was eigentlich fließen soll. Was eigentlich in der Tat nicht die Eigenschaften der Deutschen ist, aber man findet das in Frankreich auch. Wir kennen sicherlich Leute, die einen Hang zu schönen Büchern, zur Malerei haben und sich pflegen, während einer Konferenz in ein Museum zu gehen, vor allem zu zeigen, dass sie gebildet sind. Und das ist eben diese falsche Bildung. Sich bilden die, wollen vielleicht. Ja, diese falsche Bildung, ja, die wir nicht gern haben. Zeigen, dass sie gebildet sind. Ja. Wenn man über Bildung liest, dann steht da tatsächlich immer geschrieben in den großen Nachschlagewerken und Kompendien der Wissenschaften, Philosophensache sei das. Herr Sloterdijk. Ja, ich horche noch ein wenig in das hinein, was gerade von der französischen Fraktion hier vorgebracht worden ist. Nicht? Ich bin nicht sicher, ob das ganz richtig ist, denn mir scheint, der deutsche Bildungsbegriff ist ja gar nicht so sehr von dem Mysterium her geprägt gewesen am Anfang, sondern das war ein ganz einfacher technischer Ausdruck, der das Erziehungsziel der höheren Schulen beschrieben hat. Das heißt, die Jugendlichen in den Nationalstaaten müssen ja im Unterschied zu den Kindern der primitiven Gesellschaften sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr anspruchsvolle Ausbildungsprozesse durchlaufen. Und mit anderen Worten, das haben die Griechen ja ursprünglich entdeckt, als sie auch von Paideia zu sprechen anfingen. Das heißt, diese Unwahrscheinlichkeit, dass Kinder etwas werden müssen, was ihre Eltern noch nicht waren. Und das ist ja eigentlich sozusagen die Generationendifferenz, die in dem Bildungsbegriff diskutiert wird. Nicht? Die wird ja seit dem 18. Jahrhundert ungeheuer scharf. Und das heißt, da tritt dann etwas in Erscheinung, dessen Veränderung wir heute bedauern und beobachten, nämlich die Machtergreifung der Lehrer. Ja, das heißt, dass diese Klasse ins Zentrum der Generationenprozesse in den Gesellschaften eindringt und dass sie beauftragt werden mit einer Art von Charakterbildhauerei. Das sind nämlich, alle Bildungsanstalten sind in gewissermaßen Akademien der bildenden Künste, nämlich der menschenbildenden oder charakterbildenden Künste, in denen dann so ein Idealtypus hervorgebracht werden soll. Und im Grunde genommen geht es darum, dass in Hochkulturen von unserem Typ Vaterschaft nicht ausreicht. Das ist die schreckliche Entdeckung, die Griechen gemacht haben. Jeder Mensch braucht mindestens einen zweiten oder einen dritten Vater. Die Biologie tut es nicht. Das heißt, wir brauchen einen Guru oder einen Lehrer oder einen Sophisten oder eben einen Zweitvater, der dich in eine Welt einführt, die jenseits der Familiarität liegt. Ich würde praktisch sagen, Bildung, das hat nur einen deutschen Faktor. Wir sagen, der deutsche Bildungsbegriff drückt eine ungeheure Staatsquote in den Köpfen aus. Mhm. Ja, das heißt, also, wir haben der deutsche Mensch, ja, der deutsche Bildungsmensch, muss in diesen unwahrscheinlichen Züchtungsprozessen, die ihm da angetan werden, hervorgebracht werden als einer, der den Staat schon in sich hat. Das macht uns so auffällig und so unwahrscheinlich, auch aus der Perspektive der anderen. Ein Mensch mit einer hohen inneren Staatsquote, das ist unheimlich, das ist den meisten Menschen unheimlich. Und heute ist die so weit verfallen, ich will nur das Argument abschließen, ist heute so weit verfallen, dass auch die Deutschen sich selber nicht mehr wiedererkennen. Und ich glaube, deswegen führen wir diese Debatte. Ist das nicht eher Ausbildung? Ja, aber die Franzosen sagen auch Formation und sagen damit etwas sehr Analoges. Und dieser kleine mystische Mehrwert, von dem Sie gesprochen haben, der kommt aus diesem charakterplastischen Gedanken. Nicht? Dass der Lehrer eigentlich ein Bildhauer ist, der aus diesem unwahrscheinlichen und widerwilligen Rohstoff Mensch, da hat Kant ja einige großartige Formulierungen gegeben, nicht diese, wie gesagt, dieses krumme Holz der Humanität, nicht? Das wird von dem Lehrer so lange geschnitzt und wir sind auch selbst Schnitzer, wenn Sie so wollen, die so lange an sich arbeiten, bis eine vorzeigbare Figur da ist. Ja, das passt nicht für den Attribut. Das Interessante ist ja, dass die Sprachgeschichte des Wortes diese ist, dass tatsächlich diese indogermanische Wurzel und das althochdeutsche Wort immer auch meinten, etwas aus Holz schnitzen. Mhm. Gestalt geben. Ja. Und Sie haben ja zweierlei gesagt, obwohl Sie das so ein bisschen vertuscht haben, dass Sie zweierlei sagen. Sie sagen, von außen wird das gemacht und man macht es selbst.
Das ist sehr wichtig. Ganz richtig. Darüber muss man auch reden. Also, ja. Sie sagen ein Terminus technicus. Eigentlich ist das ein gutes Schnitzwerk, wenn das gelingt. Am Ende eine Plastik, die dann auch noch schön poliert wird. Aber was hat die für ein Innenleben? Spielt denn bei Bildung die innere Zurichtung dieses Kunstprodukts überhaupt keine Rolle? Absolut, das spielt die größte Rolle. Denn der Zweitvater kann ja auch nicht endgültig über die geschnitzte Figur verfügen. Im Gegenteil, sie soll ja zur spontanen Eigenlebendigkeit erwachen. Nicht? Der Zweitvater führt den zu erziehenden Zögling bis an die Schwelle, wo er dann als Selbsterzieher in das sogenannte Leben entlassen werden kann. Ich glaube, das klingt ja noch in der deutschen Idee des Abiturs mit, nicht wahr? Margot, wollen Sie das fortsetzen, vertiefen oder wollen Sie widersprechen? Ich habe zunächst einen ketzerischen Formulierungseinfall. Wenn Sie vom Zweitvater sprechen, dann denke ich zugleich an das Zweitauto, das Zweithaus und so weiter. Ja, ja. Das ist natürlich nicht gemeint, nicht? Es gibt offenbar positive Zweitausstattungen oder Zweitvorgaben. Das ist etwas, was ich aus Ihrer Bemerkung lerne. Und der Zweitvater ist so etwas. Ich würde das übrigens völlig unterstreichen. Die Menschen brauchen so etwas, weil Menschen anknüpfende Lebewesen sind. Wir fangen nicht von Null an. Nie. Und weil das so ist, müssen wir anknüpfen. Und Bildung ist sozusagen etwas, was die Anknüpfungsmöglichkeiten vergrößert, erweitert. Und von dort her würde ich etwas tun, was ich sehr selten tue, nämlich eine Definition versuchen. Mhm. Man soll ja eigentlich in der Philosophie, Kant hat das schon gesagt, nicht zu schnell definieren. Man riskiert dabei, das gerade wegzudefinieren, was vielleicht das Interessante ist. Aber ich versuch's mal. Ich würde sagen, Bildung ist der Verzicht auf die Anstrengung, dumm zu bleiben. Wobei ich mit dumm borniert meine. Ja? Es bedarf einer Anstrengung, Dinge auszublenden, aus Ihrer Perspektive wegzulassen, wegzuschieben. Andere streckt es weniger an. Und es impliziert eine Erleichterung. Das ist übrigens eine Sache, die aus der Freudschen Theorie des Witzes herkommt. Mhm. Und von daher kann man sehr schön auch sozusagen den Glücksertrag der Theorie definieren, Glücksertrag der Bildung, das ist eine Erleichterung, eine Anstrengungsersparung. Also Verzicht auf die Anstrengung, dumm zu bleiben, um die Anknüpfungsmöglichkeiten zu vergrößern. Und das bedeutet im Grunde, um sozusagen angesichts einer Flut von Antworten, die ständig sich neu ergeben und die wir ständig zu bewältigen haben, die Möglichkeit zu bewahren, Fragen zu stellen. Ja. Ich glaube, darauf kommt es bei der Bildung an. Also Bildung ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Es ist eine Definition, mit der Sie Probleme kriegen, wenn Sie in die Geschichte zurückgehen. Wenn Sie sich vorstellen, Anstrengung, Bildungsanstrengung, eine Lanze führen, Reden halten, Selbstzucht lernen und gleichzeitig Tugenden, 3 oder 4, je nach geschichtlichem Moment, tatsächlich verinnerlichen. Gottesfürchtig heißt das dann unter Umständen. Also da muss ich Ihnen sagen, das ist schon ein Katalog von Anstrengungen, die unternommen werden sollen. Und in aller Regel war es ja ein Anstrengungskatalog für eine bestimmte Gruppe. Also dann wird es schwierig mit Ihrer Theorie. Also Sie sagen mit Recht, ich bekomme damit Probleme. Ja. Und ich würde antworten, Gott sei Dank, dann habe ich wenigstens Probleme. Ja. Und darauf kommt es an. Nicht gleichgültig zu sein, nicht? Herr Baring notiert, was wir sagen, und ich möchte die Folgerungen hören, die er daraus zieht. Also mir hat sehr gefallen, was Alfred Grosser gesagt hat, was ich so auf meine Weise resümieren würde, es ist keine Frage des Buchwissens, was ja sehr häufig in Deutschland als gebildet jemand gilt, der viel weiß. Und mich hat immer gestört, dass das so wenig Verbindung mit dem jeweiligen Handeln hat, dass die Leute dann das, was sie da gelesen haben, überhaupt nicht auf die Tragfähigkeit für das eigene Leben, das eigene Verhalten überprüft haben. Und das ist so wie ein Handwerksmeister, der nie ein Buch gelesen hat,
ein sehr gebildeter Mensch sein kann, weil er eben ja in vielen Gesichtspunkten zu Hause ist. Das würde meine Definition von Bildung sein. Ein Mensch, der urteilsfähig ist aufgrund der verarbeiteten Lebenserfahrung, der Urteilssicherheit besitzt. Ich habe mich ein bisschen gewundert bei dem, was das Vater gesagt hat, über die deutsche Staatsquote, weil ich sagen würde, da ist Frankreich für mich viel charakteristischer. Die beiden Gesellschaften sind sehr viel näher beieinander in ihrer Staatsorientierung, was heute ihre Probleme auch ausmacht, als sagen wir die Angelsachsen das sind. Ich finde, dass das, was uns Deutschen ja an den Franzosen immer so imponiert, ist ja diese Geschlossenheit einer Kultur, die in der Erziehung jedenfalls lange Zeit, ich glaube immer noch im Wesentlichen, vermittelt wird. Das haben wir ja eigentlich nicht und insofern ist unsere Staatsquote einerseits, aber die unglaubliche und wachsende Beliebigkeit der jeweiligen Inhalte andererseits für uns charakteristisch. Also ich halte es ja für unverzeihlich, dass unsere Kinder 13 Jahre in Schulen festgehalten werden, wo sie weder in dem einen Sinn der Bildung, noch in dem anderen Sinn der Bildung irgendwas lernen. Denn der eigentliche, etwas Wesentliches lernen. Ich würde sagen, die Deutschen, der Zwang, sozusagen 13 Jahre zur Schule zu gehen, ist nur gerechtfertigt, wenn da etwas Entsprechendes herauskommt. Und da würde ich wiederum sagen, urteilsfähige Menschen, also dass immer aktuelle Dinge hineingepustet werden in das Lehrprogramm, halte ich für falsch. Im Internet findet man sich auch ohne dem zurecht, wenn man das braucht. Und das wird für die neuen Generationen ja mehr und mehr so gelten. Aber die Fähigkeit, etwa auch im Internet sich zurechtzufinden und aus den vielen, den unzähligen Angeboten, die da auf einen herunterkommen, das herauszufiltern, was wichtig ist. Ich möchte eigentlich das mit einem Punkt illustrieren, den mir Henry Kissinger schon mal gesagt hat. Er sagt zu seiner Sekretärin eines Morgens, bitte verbinden Sie mich mit Vance. Und sie sagt zu ihm, wer ist Vance? Und er sagt sich, du lieber Gott, an wen bist du hier geraten, eine Sekretärin bei dir, und die weiß nicht, dass das einer der früheren Außenminister war. Er fühlt sich also sehr erhoben. Und nach einer halben Stunde kommt sie wieder mit einem dicken Packen Papier, aus dem sie vorliest, und zwar lauter Informationen, die sie jetzt aus dem Internet gezogen hat. Und jetzt war sie auf dem hohen Ross und er ist unten, weil sie viele Dinge aus dem Papier jetzt ihm vorliest über Vance, die er nicht gewusst hat. Er sagt, ich kenne den Mann lange, aber was der für Gewohnheiten hat und Hobbys, wo der eigentlich herkam, was seine Familie war, das alles wusste ich nicht. Aber entscheidend würde ich eben doch sagen, ist das, was Kissinger verkörpert und nicht, was die Sekretärin mitbringt auf den Papieren. Denn die Fähigkeit, aus diesen doch beliebig und vielfältig auf uns einströmenden Informationen das herauszufiltern, was für uns, unser Leben, unsere Gesellschaft und die Menschheit wichtig ist und unser eigenes Verhalten motiviert, das ist doch die Fähigkeit, die wir eigentlich vermitteln müssen. Und da, finde ich, liegt sehr im Argen, jedenfalls nach vieler Meinung. Die Kriterien der Auswahl fehlen und die Fähigkeit, das beizubringen, was wichtig ist, führt dann eben doch zu einem Kanon oder einer Diskussion über einen Kanon, glaube ich, wo man glaubt, diese Elemente vermitteln zu können, die einen Menschen bildbar und dann gebildet machen, in dem Sinne, wie wir es hier, glaube ich, versuchen. Sie will eben reagieren. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, Sie meinen, Bildung ist die Fähigkeit, Informationen zu filtern. Naja, auf die wesentlichen Gesichtspunkte des Lebens, des Eigenverhaltens und der Orientierung in der Welt. Das würde ich bestreiten. Das geht viel, 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 viel weiter, viel tiefer. Also wenn man fähig ist, eben Informationen zu benutzen oder zu filtern und so gut, man hat Kompetenzen, man hat gewisse Eigenschaften oder Arbeitsmöglichkeiten oder Einflussmöglichkeiten in dieser Welt, in unserer Umgebung. Aber Bildung geht viel tiefer. Ja, Bildung ist Organisationsmöglichkeit der ganzen Welt, also sich zu orientieren in der Welt, aber nicht oberflächlich, sondern Werte, Urteile zu fällen. Ja, das meine ich aber genauso. Ja. Also ich weiß nicht, ob Ihr Beispiel Kissinger und seine Sekretärin dann richtig war. Das mag sein, nur für die Frage, also Urteilsfähigkeit gegen Informationsfluss, nicht das dafür. Lassen Sie Herrn Sloterdijk noch eben reagieren. Ja. Ja? Was Sie über das Schulsystem gesagt haben, so, da stimme ich vollkommen zu. Und ich finde, dass Sie recht haben, diese Rechnung aufzumachen. 13 Jahre hier. Ja. Und was ist das Resultat? Also diese Frage muss ganz laut werden in der Gesellschaft, bevor sich etwas verändert. Und bevor die Bildungsfrage wieder so radikal gestellt wird, wie sie gestellt werden muss. Ich habe nur einen Eindruck, dass Sie mit der Beschneidung des Bildungsbegriffs auf das, was man landläufig Herzensbildung nennen könnte auch, oder Urteilskraft
Ja. Dass Sie damit einen extrem aufklärerischen, modernistischen, rationalistischen Gesichtspunkt einführen, bei dem ja das, was früher Bildung ausgemacht hat, nämlich dass man historische Tiefe mitzieht, mehr und mehr verloren geht. Es gibt ja diese berühmte in Verszeilen gefasste Definition von Goethe, nicht, dass jemand eben im Dunkeln weiterhin leben möge, der sich nicht von 3000 Jahren Rechenschaft abgeben kann. Das ist eigentlich der maßgebliche Bildungsbegriff der deutschen Klassik gewesen. Darf ich in Parenthese hinzufügen, wenn das vorhin so ein wenig anachronistisch geklungen hat, was ich gesagt habe, das hat damit zu tun, dass ich noch unter dem Eindruck einer wiederholten Lektüre von Fichtes Reden über die Bestimmung des Gelehrten und seine Universitätsrede von 1811 stehe, nicht, wo ja geradewegs sozusagen die Universität, also die höchste der Bildungsanstalten, als die neue Kirche der bürgerlichen Gesellschaft gefeiert worden ist. Vor diesem altertümlichen Hintergrund lässt sich erklären, was ich über die Staatsquote gesagt habe. Bei Fichte steht auch ich als Werk meiner selbst. Ja, aber ich will noch hinzufügen, zu diesem historischen Faktor kommt aber noch etwas anderes hinzu. Und das haben Sie ja vorhin einmal zum Ausdruck gebracht. Der Gebildete ist ja eigentlich ein Mehrkämpfer. Das heißt, also er ist ja jemand, der eben nicht nur so etwas Einfaches wie Biathlon macht, ja, also nur laufen und schießen, nicht? Das ist ja primitiv, ja, sondern der Gebildete ist eigentlich ein Zehnkämpfer. Ja. Also er ist eigentlich ein Athlet auf dem Felde der Kompetenzen, der gesellschaftlichen Kompetenz. Das ist ein Hochleistungsbürger, der begriffen hat, dass man eben reden muss und dass das nicht vom Himmel fällt, dass man dafür 10 Jahre neben einem Meister gesessen haben muss, der einen ausgebildet hat. Dass man körperliche ja, Tugenden braucht und so weiter. Ja, gefällt das? Ja. Ich möchte in zwei Punkten ganz energisch widersprechen. Der erste ist diese ständige Verachtung für unsere Schulen. Schulen im Gymnasium. Es stimmt nicht, was ich sage. Wie Sie im Gymnasium waren und wie ich im Gymnasium war, es noch viel schlimmer, dann waren wir eine kleine gesellschaftliche Elite. Heute ist ein Prozentsatz der Kinder im Gymnasium oder in der Realschule, sei im Sekundärstufe fürs Abitur, die vorher gesellschaftlich einfach nicht hingehörten. Das sage ich im negativen Sinn, sie gehörten natürlich hin, aber sie wurden nicht zugelassen. Und wenn Sie einer Schulklasse gegenüber sitzen würden, einer Sekunda, einer Tertia, mit ihren gemischten Kindern, aus ganz gemischten ethnischen Elternhäusern, mit einer begrenzten, durch die Familie begrenzte Sprachbeherrschung, dann ist erstaunlich, was an Schulen geleistet wird. Und ich glaube, diese ganze Rede, die wir Akademiker fühlen, die seit Jahren oder vielleicht nie Kinder im Gymnasium vor uns gehabt haben, diese Verachtung kann ich nicht akzeptieren im Namen aller Lehrer beider Länder, die ich kenne. Das war das Erste. Und das Zweite ist was anderes. Ich habe Ihnen vorhin eine verfängliche Frage gestellt, aber die Verfänglichkeit haben Sie nicht bemerkt. Das ist, werden Sie auch Ausbildung mitnehmen. Und das ist was ganz anderes. Ich bin ungebildet, ich habe mal begonnen, Physik zu studieren, weiß nichts von Physik, weiß aber, dass ich nichts weiß. Jahrzehntelang haben Philosophen geglaubt, sie wissen was von Physik, weil sie die Physik des 19. Jahrhunderts betrachtet haben. Als sei das noch die Physik von heute. Und der Auszubildende, übrigens, was heißt denn das auf Deutsch im Gesetz? Ein Azubi, ein Auszubildender ist in einer Ausbildung durch einen Ausbilder auszubilden. So heißt es im Gesetz. Der Ausbilder ist kein Zweitvater. Er ist jemand, der einem dazu bringt, in einer Branche ausgebildet zu sein. Und diese Ausbildung hat mit unserer Bildung, von der wir diskutieren, nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Branche und deswegen möchte ich Ausbildung scharf trennen von Bildung. Denn die Ausbildung kann eine rein technische sein, in einem kleinen, begrenzten Fach, wo man auch sehr nützlich ist. Und dann bin ich ungebildet, zum Beispiel in der Mikroelektronik, die heute zur Bildung gehört. Und das haben wir noch nicht wahrgenommen. Und es gibt eine Reihe von Dingen, wo meine Enkelkinder viel gebildeter sein werden als ich, wenn es den Sinn der Ausbildung hat. Wenn es im Sinn der Bildung, wie Sie es vorhin sagten, hat, das ist etwas anderes. Aber ich möchte, dass wir scharf unterscheiden zwischen der Ausbildung und das Wissen, das man haben muss in unserer Zeit, und die Bildung im Sinne, die Sie Ihnen vorhin gegeben haben. Aber ich möchte auch, dass wir die Frage nicht als erledigt betrachten, ob Schule bildet. Das scheint hier vorausgesetzt zu werden. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, ganz kräftig, dass uns das, darf ich eben vorher Hans Stürmer mit seinem Einwand dran lassen. Nochmal zum, es gibt den Begriff im Französischen nicht. Ich wüsste ihn auch nicht so richtig im Englischen zu benennen, den Bildungsbegriff. Er ist aber sehr deutsch.
es gibt das Bürgertum von Bildung und Besitz. Mhm. Da wird Bildung gleichgenommen mit Besitz. Die einen haben Besitz, die anderen haben Bildung und fühlen sich zwar etwas ärmer, aber doch auf ihre Weise stolz. Und es wird die Bildung als etwas, was man getrost nach Hause tragen kann, etwas, was man besitzt, geistig besitzt, was man... Das Zweite, es gibt den Bildungsroman. Ich habe eigentlich schon darauf gewartet, dass das kommt. Goethe, Wilhelm Meister, den klassischen Bildungsroman. Das hat das deutsche protestantische Bürgertum mehr geprägt. Daher kommt die Idee der Bildung als Kirche. Mehr geprägt als im Katholizismus. Das hängt mit dem Pfarrhaus zusammen, das hängt mit vielen Familienwegen zusammen und hat der ganzen Sache so einen hohen Status gegeben, der natürlich zur Rebellion einlud. Als im 20. Jahrhundert alles Bach abging, ging dieses mit Bach ab. Ich würde trotzdem Herrn Baring, mit dem ich sonst bis zur... Wir treten manchmal auf wie Zwillinge... in diesem Punkt widersprechen, in dem Punkt, dass es also gar nicht auf formale Bildung ankäme. Also wenn bei der Schule nichts, und Schule, jeder muss sich dem 10 Jahre lang unterziehen, mehr oder weniger, mit guten Lehrern, schlechten Lehrern, mit blödsinnigen Bildungsprogrammen oder nicht blödsinnigen Bildungsprogrammen, Erziehungsprogrammen, Bildungsprogramme heißen hier, Bildungspläne, so heißt es ja, Bildungspläne, sehr hoher Anspruch und am Ende kommen dann also kleine Barbaren raus. Wie verhindern wir denn jetzt, dass wir überhaupt noch über die Generationen ein Gespräch haben und dass wir auch ein Gespräch über Wesentliches haben. Also die neueste Software ist in 2 Jahren bereits wieder nicht mehr die neueste und der Computer ist in 5 Jahren abgeschrieben, in 3 Jahren abgeschrieben, überholt und es kommt schon wieder was ganz anderes. Das geht so rasend schnell. Wenn wir hier versuchen, auf Pari zu bleiben, verlieren wir sehr schnell den Atem. Also so, das kann die Antwort nicht sein. Und ob ich aus dem Internet irgendwas Wesentliches, was Wesentliches raushole, nicht nur Informationen, die man früher mühsamer sich holen musste und heute schneller bekommt, aber auch alles Informationen, die einem so ja angedient werden, das ist mir noch nicht sicher. Abgesehen davon, dass ich selber mit diesem Ding ringe und das auch als große Herausforderung betrachte. Aber was wäre denn die Liebe ohne Romeo und Julia? Was wäre die Frage des Friedens ohne die Bergpredigt? Was sind die großen... was ist sozusagen der Mensch ohne die Tradition des Gewissens? Das kommt alles im Internet nicht vor. Ja. Also Romeo und Julia protestiert energisch. Ja, gut, sie was aus denen geworden wäre, wenn sie sich hätte heiraten können? Das ist die Frage. Ja. Okay, das ist eine sehr gebildete Frage. Aber ich kann sie nur stellen, wenn sie den Stoff kennen. Was wäre die Ehe ohne Romeo und Julia? Ich habe ja bewusst gesagt, es ist die Liebe ohne Romeo und Julia. Ja. Vielleicht gibt es die Liebe ja immer nur als kurze Episode und dann... Liebe von Ehe? Ich nicht. Ja, gut. Herr Grosser, das ist jetzt ein Seitenfeld. Es ging mir eigentlich nur um die Frage, um hier eine Metapher, dass es Dinge gibt, die auch einen gewissen Code der Erinnerung, eine Tradition umfassen. Tradition ist ja etwas Wichtiges, denn nur in der Tradition können wir uns überhaupt verständigen. Unsere Sprache ist ein großes, ist gewachsen wie ein ganz großer Wald und mit vielen Wegen und Büschen und Bäumen und Blumen. Und auch viel dürrem Holz da drin. Und im Moment wächst immer mehr dürres Holz da, kommt immer mehr dürres Holz dazu. Deshalb wird unsere Sprache so unfunktional und leblos. Unnatürlich und leblos. Dieses, finde ich, kann man nicht so einfach abtun. Vor uns war eine Menge. Und es ist nicht alles wert, vergessen zu werden. Natürlich, was ist wert, vergessen zu werden? Das ist meine Frage. Der deutsche Bildungsminister ist deshalb falsch, weil es im Französischen nicht gibt. Er hat ja auch einen Anspruch. Man soll gebildet werden. Unsere Sprache erhebt diesen Anspruch. Selbst der Blödsinn, der Auszubildende, der soll ausgebildet werden. Aber der Bildungsroman hat auch 2 ganz verschiedene Bedeutungen. Und da sind wir beim typisch Deutschen. Das erste ist, Wilhelm Meister Ende, nun siehst du aus wie ein Mensch. Das ist überall zu verbreiten. Und dann Nobody's Heinrich von Ofterdingen, wohin geht der Weg? Immer nach Hause. Und da wird die Bildung das Aufbauende, die Innerlichkeit, und da ist wieder was anderes. Nun siehst du aus wie ein Mensch, das ist das, was wir alle ungefähr gesagt haben. Die Bildung ist so auszusehen wie ein Mensch und nicht nur wie jemand, der eine Ausbildung in einem Fach mitgemacht hat.
Aber die Gefahr ist, dass die Bildung die Innerlichkeit wird, die dann nicht mehr nach außen sieht, die da draußen, ja, die sind, das ist die Welt, die da tobt. Die eigentlich Gebildeten ziehen sich in ihrer Innerlichkeit zurück und sehen mit einiger Verachtung auf die, die da draußen in der Welt herumtoben. Das scheint mir etwas mehr deutsch zu sein als woanders. Das würde ich ein bisschen bestreiten. Also das ist überspitzt in Deutschland, aber das gibt es auch in anderen Sprachen. Es gibt diese doppelte Bezogenheit einmal auf das Individuelle und zweitens auf das Gemeinsame. Und Bildung ist eben das, also eben was man aus sich selbst macht, aber was diese Kultur, also dieses von Kultur sprechen, also was wird gemeinsam mit den anderen Leuten, entweder von der eigenen Kultur, Deutschen, Franzosen und so, und dann von breiteren Kulturkreisen. Also das ist diese doppelte Beziehung. Und das, sowohl das eine wahrscheinlich als nur das andere sind falsch. Also die beiden sollen verbunden werden. Also darf ich das eben sagen, weil es wahrscheinlich zu dem passt, was Sie überlegen wollen. Es war ja mit dem Ofterdingen-Zitat etwas Wichtiges gesagt. Wir sind dauernd dabei, einzelne Aspekte zu beleuchten. Was ich meine, was noch nicht gelingt, ist, das Ganze zu sehen in der Mehrpoligkeit, sag ich mal. Also, es ist ein Weg zurück und es ist ein Weg zu etwas hin, was man ein Ziel, eine Richtung nennen könnte. Wir haben ja auch in der Philosophie Beschreibungen, die heißen, zurück zu dem, was du eigentlich bist. Die anerschaffene Schöne heißt das bei Klopstock. Die soll der Gegenstand sein. Oder bei den Pädagogen wie Pestalozzi heißt es dann die Einheit von Geist und Herz und Hand. Also ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, so unbequem das ist, das alles im Blick zu behalten. Nur dann können wir verstehen, was ist heute los mit diesem Ideal? Ist das gegenstandslos geworden? Es ist nicht nur Vergangenheit und was die anderen gemacht haben, sondern was sich an Vorstellungen, ja Idealen gebildet hat über das, was einer im optimalen Fall aus sich machen lassen und aus sich machen kann, sich abverlangen kann. Also dieses eigentlich Vielgestaltige des Bildungsberufs, das entgleitet einem immer wieder, wenn man sagt, da gibt es Institutionen, die machen das oder Väter oder väterliche Instanzen, die machen das. Eine solche Fehlentwicklung hat es ja wieder gegeben in unserer allerjüngsten Vergangenheit mit den vielen Instanzen, die sich um Bildung gekümmert haben. Da kommen wir sicher nachher noch. Ja, nur in einem ganz organisatorischen Sinn. Also ich habe Ihnen, Frau Höhler und Alfred Grosseur und Michael Stürmer mit großer, wie soll ich sagen, Wehmut zugehört, weil ich das wunderbar fand und diese Assoziation schon an Wilhelm Meister und dann auf der Ding und dann das, was Sie gesagt haben. Das ist ja genau jene Welt, die wir lieben und der wir zugehören, die wir natürlich auch für wichtig halten und die ja doch eben weitgehend verschwunden ist. Also das Bildungsbürgertum ist ja doch in Deutschland, weiß ich nicht, ob das für Frankreich auch gilt, auf weite Strecken verschwunden. Und das hängt damit zusammen, Herr Sloterdijk, dass es eben keine Erstväter gibt, denn ich meine, gerade in unseren Berufen sind wir ja alle schlechte Väter, jedenfalls würde ich das von mir sagen, weil sie nie zu Hause sind und weil sie im Grunde genommen sich viel zu wenig um ihre Kinder kümmern. Und die Zweitväter, da gibt es ein x-beliebiges Angebot, die Schule ist auch vollkommen überanstrengend, damit denn, ich meine, Sie haben ja sehr überzeugend, Alfred Grosseur, über die Lehrer gesprochen, aber Lehrer würden Ihnen ja bei uns jedenfalls heute sagen, es ist unendlich viel schwieriger als früher, weil die Elternhäuser nicht mehr da sind, weil viele alleinerziehende Elternteile sind, weil viele Ausländer dazukommen, die die Sprache gar nicht richtig können und dass dabei etwas herauskommt, was nicht nur sehr viel mühsamer ist, dadurch vielleicht auch bewundernswerter, aber im Ergebnis diese Bildung, die ich mir verschafft. Wissen Sie, meine eigenen Töchter, meine großen Töchter, wollte ich immer nach Weimar bringen, wenn sie mal Goethe haben. Und beide haben das Abitur in Deutschland gemacht, ohne je ein Wort über Goethe gehört zu haben. Da würde ich sagen, in jedem denkbaren Bildungsprogramm müsste meiner Ansicht nach Goethe vorkommen, weil er doch für mich jedenfalls lebenslang eine sehr wichtige Orientierungsfigur gewesen ist. Und dass eben Schulen jeden denkbaren Inhalt heute für beliebig halten. Das ist doch eine ganz erschreckende Sache. Und die Lehrer, um es zugespitzt zu sagen, sind ja nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland die Hauptvertreter auf weite Flächen in den Parlamenten, weil sie die Erziehung ihrer Kinder für überflüssig halten und sich höhere Ziele setzen, nämlich Bildungsprogramme zu entwickeln, die ganze Gesellschaft zu erziehen, was auch immer. Aber jedenfalls die Frage, wie man Kindern etwas beibringt und sie fürs Leben tauglich macht, die halten sie für ihre und unter ihrer Würde. Und insofern hat sich im lehrerbildenden Beruf auch etwas verändert
zum Teil aus Schreck vor dem, was sie heute in den Schulen leisten müssten, zum Teil aber auch, weil der Öffentlichkeit zu predigen und die pädagogisch zu belehren immer leichter ist, als sich sozusagen da abzumühen, etwas in die Köpfe hineinzubekommen. Und ganz klar zu sagen, das Bildungsbürgertum hat Hitler mehr Ja gesagt als ein Teil der Gewerkschafter, die ungebildet waren. Ja, das ist aber kein Argument für doch, Sie wie doch, für mich. Doch, die Ausbildung, sie führt auch zu etwas, was nicht notwendigerweise irgendeine Charakterfestigkeit in der Gesellschaft bietet. Ja, aber heute ist das Bildungsbürgertum dann eben, um in Ihren Worten zu reden, genauso ungebildet wie die Gewerkschaftsfunktionäre. Und das wird uns gegen keine Diktatur schützen, denn keine Maßstäbe haben kann doch unmöglich das Ziel dessen sein, was wir hier diskutieren. Nein, man kann aber auch ohne Goethe Maßstäbe haben. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Sie drücken das aus und es ist negativ besetzt. Keine Maßstäbe haben. Ja. Wohin kommen Sie mit Maßstäben, wenn sich alles so schnell verändert? Doch. Sie haben eben so schön gesagt, ein kritischer Zuhörer könnte das verräterisch finden. Ich dachte, für meine Töchter würde Goethe wichtig, weil er für mich immer wichtig war. Ja, ja, da kann man ja mal fragen, Moment mal, ist der Vater noch auf dem richtigen Weg, der auch für die Töchter genug Zukunft verfügbar macht. Da lasse ich ja gerne mit mir drüber streiten, aber was mir heute auffällt, und zwar an vielen liberalen Zeitgenossen, die sich für liberal halten, dass sie Liberalität mit Gleichgültigkeit verwechseln, dass ihnen weder Brecht noch Goethe noch sonst irgendwas wichtig ist. Diese ungeheure Entleerung des Bildungsbetriebes, dass wir nur noch über organisatorische Fragen reden und die Inhalte uns seit Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr interessieren, was da denn eigentlich vermittelt werden soll. Aber Sie sprechen nicht von Heisenberg, Sie sprechen nicht von Niels Bohr, Sie sprechen nicht von Atomphysik. Doch, das können wir alles einbeziehen. Ich frage Sie nur, ist das neu, Inhalt von Bildung in der Zeit der Informationstechnologie? Wenn Bildung Ausrüstung für Leben ist, Lebenstüchtigkeit ist, das haben Sie ja angedeutet. Wissen Sie, das müssen wir uns doch was sagen, die eigenen Kinder werden die gleichen Fähigkeiten haben wie die Eltern auch. Weil die Dinge gefördert werden. Es kann sein, dass meine Kinder möglicherweise sehr musikalisch sind, aber weil ich das selber nicht bin, das dadurch auch nicht in sich entwickeln. Also insofern werden sie auch in naturwissenschaftlich geprägten Familien eher naturwissenschaftlich geprägte Kinder kriegen. Oder die Rebellion dagegen, die ja auch ein Bildungswert ist. Jemand, der sich mit seinem Vater oder seinem Lehrer auseinandersetzt, kann ja dadurch, dass er alles falsch findet, was der andere sagt, zu seinen eigenen Grundlagen kommen. Aber eine beliebige Gesellschaft wird natürlich überhaupt keine Prägewirkung entfalten. Und das finde ich schlecht. Und das hängt ja nun wiederum sehr auch mit der Illusion zusammen, dass der ungeprägte Mensch der eigentlich Richtige sei. Ich meine, der Wilde. Das, ja, der Wilde, nicht? Das ist ja der heute edle, weitgehend die Praxis, der edle, bei uns der edle Wilde. Ja, ja. Ja, aber ist nicht edel, das ist einfach nur wild. Aber, aber Sie müssen reden, Sie kommen hier nicht zu Worte bei uns. Ja, Herr Marquardt. Also jetzt schwebt sozusagen durch unsere Diskussion die große Absterbensprognose, nicht? Oder Diagnose. Die Bildung ist perdu oder ist dabei, zugrunde zu gehen. Und wenn ich in der letzten Zeit gegen etwas misstrauisch geworden bin, vielleicht schon längere Zeit, dann sind es Absterbensprognosen. Die Religion ist so ein Beispiel. Die Fortschrittstheorien, nicht bloß die Revolutionären, haben vorausgesagt, die geht verloren. Und die Erfahrung ist doch das Gegenteil. Sie wird immer wichtiger. Ich glaube auch, dass in den mancherlei verschrobenen und verqueren Bildungsdiskussionen, die wir heute haben, sozusagen eines drin steckt, nämlich die Anerkenntnis dessen, dass Bildung wichtig ist. Also die paradoxe Situation, in einem Augenblick, wo sie scheinbar verschwindet, wird sie immer wichtiger. Daraus würde ich die Folgerung ziehen, dass Bildung und das, was man ihr entgegensetzen kann, also Sie hatten vorhin, Herr Grosser, gesagt, Bildung und Ausbildung ist gegeneinander zu setzen. Oder dasjenige, was sozusagen der neueste Stand einer Fachentwicklung oder einer Entwicklung des Funktionswissens ist, ist etwas anderes als Bildung. Ist es nicht richtiger, statt hier eine Opposition festzustellen, vielmehr ein Bedingungsverhältnis festzustellen. Also wir brauchen Bildung, um Funktionswissen zu haben. Wir brauchen, ja, ich meine, es ist wie bei mir immer, ist das sozusagen eine Versuchsüberlegung,
so frei nach Brecht, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Ich habe viel Mühe, nicht? Und ich bin ohnehin für die Irrtümer zuständig. Daraus könnte man ja vielleicht die Hoffnung ziehen, dass dann die anderen die Wahrheiten bringen. Und aber ich würde meinen, hier herrscht ein Bedingungsverhältnis, das man vielleicht zurückverfolgen kann auf einen Unterschied, der irgendwie mit der Kürze unseres Lebens zu tun hat. Weil unser Leben kurz ist, müssen wir schnell sein, sonst schaffen wir nicht, die Dinge zu erreichen, die wir gerne erreichen wollen. Aber weil unser Leben kurz ist, können wir nicht beliebig viel Neues sozusagen im Leben unterbringen. Darum sind wir immer angewiesen darauf, zugleich schnell wie auch langsam zu sein. Und die Frage, Adorno hat das schön formuliert, in Prismen, ich weiß bloß im Augenblick nicht in welchem Aufsatz, aber das macht ja nichts. Wichtige kantische Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, wenn man heute ein Äquivalent dafür suchen würde, dann würde sie heißen, wie ist ein neues überhaupt möglich? So ungefähr ist das bei ihm formuliert. Meine Antwort wäre, wie ist ein neues überhaupt möglich, wie ist ein neues Menschen möglich, nicht ohne das Alte. Und da kommt Julia rein, ja? Also wichtiger als Julia ist meine Frau für die Liebe, aber ich würde trotzdem akzeptieren. Das ist sehr abstrakt gemeint. Und ja, schließt ja auch nicht aus, dass die Ehe und die Liebe kompatibel sind. Ja. Okay, ich wollte, wenn ich sage, wie ist ein Neues überhaupt möglich, nicht ohne das Alte, wollte ich darauf hinweisen, dass in der Tat wir in dieser Notwendigkeit stehen, dass immer der Rückgriff aufs Alte die Bedingung dafür ist, innovationsfähig zu werden. Also nicht bloß die Opposition, sondern ein Bedingungsverhältnis. Darauf käme es mir an. Das Alte oder die Alten? Zu das Alte gehören die Alten. Und ich habe eine Frage in dieser Hinsicht, Rückgriff auf das Alte. Also wenn ich Herrn Baring zuhöre oder wenn ich Sie zuhöre, das Alte ändert sich auch, hat es sich mit den Jahrzehnten und mit den Jahrhunderten geändert. Und wenn Sie beklagen, dass Ihre Töchter in der Schule im Gymnasium Goethe nicht mehr gelesen haben, Sie haben vielleicht etwas anders lesen, wir sind gerade wieder einmal in einem Umbruchzeit, wo sich dieser gemeinsame Fond, also das Wort Fond verwende ich ungern, das ist nicht etwas Stabiles und wir sind vielleicht gar nicht ganz einverstanden, was wir meinen damit, aber das ändert sich, das ändert sich auch, wir könnten ein paar Autoren nennen, aber wir wissen beispielsweise in den Vereinigten Staaten gibt es seit Jahren jetzt diese Diskussion, ob man die großen alten weißen Weisen lesen soll oder andere. Das ist eine interessante Diskussion. Natürlich muss man gerne Autoren lesen, wie Goethe und Sokrates und so, aber es ist im Umbruch auch. Es gibt kein fester Boden. Das muss ein Teil dessen sein, dass der Kanon immer wieder neu definiert werden muss. Also ich bin da nicht ganz einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben. Natürlich muss es das Alte geben, aber zum Beispiel meine tägliche Arbeit in Frankreich und woanders ist, das Alte zu bekämpfen. Nämlich alles, was an mörderischen Gemeinsamkeiten vorhanden ist. Zum Beispiel der Antisemitismus. Der Antisemitismus ist was Altes, was Überliefertes, was durch 2000 Jahre Christentum überliefert ist. Und der neue Text vom Vatikan ist total unbefriedigend auf diesem Gebiet. Meine Arbeit ist, das Alte zu zerstören. Und das Gleiche gilt, wenn ich gehe im Dezember nach Beirut, um zu versuchen zu wirken zwischen Moslems und Christen in Beirut. Und ähnliches habe ich woanders getan. Da geht es eben darum, die Sicherheiten zu zerstören und zu sagen, das Alte, was zu eurer Bildung gehört, die euch mitgegeben worden ist in eurer Gemeinschaft, das muss kaputt gehen, damit etwa ein weiterer Kreis ist als eure Gruppenbildung. Und diese Gruppenbildung, von der haben wir noch nicht gesprochen, die meisten Bildungen, die Menschen mit sich bringen, sind Gruppenbildungen. Das gilt auch natürlich bei Postangestellten, bei Gewerkschaften und so weiter, die eine Gruppenbildung mit sich bringen, die überliefert wird. Das gilt bei den Gewerkschaften überhaupt. Das gilt bei den Landwirten.
die sagen, sie seien Bauern, die Reichen und die Armen sind auch Bauern, aber die Reichen haben mehr als die Armen Bauern, sie sind alle Bauern. Da müssen wir bilden gegen die Definition der Bildung als Bewahrung des Alten. Also der Herr... Unmittelbar dazu. Ja, er war aufgefordert. Wer ist unmittelbarer, bitte? Entscheiden Sie. Herr Grosser, das Alte, von dem Sie sagen, dass es bekämpft werden muss, da bin ich auch der Meinung, dass es bekämpft werden muss. Aber es ist nicht das einzige Alte. Nein, nein, und ich würde sagen, nichts hilft gegen das Alte als das Alte. Man muss das Alte durch das Alte bekämpfen. Die Aufklärung ist für uns schon das Alte. Und wenn man auf Aufklärung setzt, in Bekämpfung des schlechten Alten, dann ist es ein gutes Altes, was man gegen das schlechte Alte setzt. Also ich bin der Meinung, Sie sind etwas in der Gefahr, ich bitte um Entschuldigung, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ja, und es kommt auch darauf an, das Bad ohne das Kind auszuschütten, nicht? Mhm. Das Bad will ich auch ausschütten, aber bitte lassen Sie das Kind drin. Das ist unser Thema schon, dass der Kanon sich natürlich immer wieder ändert unter dem Einfluss dessen, was wir historisch erfahren. Ja. Ist ja klar, dass die Erfahrung dieses Jahrhunderts, ja, viele Erfahrungen dieses Jahrhunderts uns zwingen, den Traditionsbestand immer wieder neu zu überprüfen. Das ist doch klar. Aber ich möchte sagen... Schirmer ist jetzt dreimal geduldig gewesen. Danach. Ja, ich war nicht nur geduldig, ich war auch höflich. und Herr, das hat mir aber gekostet, dass Herr Marquardt das mit dem Ausschütten des Kindes, mit dem Bade schon vorweggenommen hat. Das hat Herr Grosser in vielerlei Hinsicht getan. Also ich bin nun ein Anhänger der Griechen. Ich finde nicht, dass jeder Altgriechisch lernen muss, aber es sind da gewisse Wahrheiten in der griechischen Tragödie ausgesprochen, auch in den Dialogen, platonischen Dialogen bei Sokrates, die sind auch noch eine Weile, die werden aus Internet noch eine Weile überleben. Wenn das Internet längst auf dem Müllhaufen gelandet ist, da werden da gewisse Wahrheiten dran, die die Menschheit dann natürlich ganz neu entdeckt. Aber sie sind trotzdem da ausgesprochen eingeschlossen, dass der Mensch schrecklich verführbar ist, Herr Grosser. Und da muss ich Ihnen widersprechen. Es ist kein Argument gegen Goethe, dass auch eine Reihe von Nazis oder verführbare Menschen Goethe für einen großen Mann gehalten haben. Es gab, glaube ich, einen bekannten KZ-Chef, der hat abends Streichquartette von Mozart gespielt. Es spricht nicht gegen Streichquartette von Mozart und schon gar nicht gegen Mozart. Dies ist ein, wie ich finde, allumfassendes Argument. Der Nationalsozialismus war eine totalitäre Diktatur, hat wirklich kaum Lücken gelassen. Insofern ist ihm alles von den Gewerkschaften bis hin zu den Kirchen, bis hin zum Militär, bis hin zu den Bankern, alles hat er in seinen Sog gezogen, hat es korrumpiert. Das spricht nicht gegen Gewerkschaften, Kirchen, Militärs. Es spricht dagegen, dass Menschen hier in eine Lage kommen, wo ihre Verführbarkeit, ihre Hilflosigkeit, ihre Ankerlosigkeit so groß ist, dass sie weggeschwemmt werden und dann begeistert sogar noch in dieser Flut sind. Ja, ihre Charakterlosigkeit. Und natürlich ist das 24 Bände Goethe im Bücherschrank zu haben keine Garantie gegen Charakterlosigkeit. Das kann es nicht sein. Nur, es ist auch kein Argument dagegen, gelegentlich mal in den 24 Bänden Goethe oder auch in einer kleinen Ausgabe zum Beispiel Faust zu lesen. Faust ist das Bündnis mit dem Teufel. Die ungeheure Verführbarkeit des Menschen. Wo kann ich denn diese Verführbarkeit besser begreifen in einer hochentwickelten, kultivierten literarischen Form? Thomas Mann hat es mit Dr. Faustus ja dann sogar genau auf diese Zeit angewiesen. Und ich hoffe, ich rede jetzt zu unseren Zuschauern und Zuhörern nicht nur in unbekannten Chiffern. Und wenn es wieder zu solchen Verführungen kommt und jeder Mensch ist kleinen Verführungen ständig ausgesetzt und Nationen sind auch Verführungen ausgesetzt, dann wird man sich wiederum an Dr. Faustus und vielleicht auch an Goethes Faust und noch an einiges andere erinnern, was aus dieser alten Klamottenkiste kommt, die eben keine alte Klamottenkiste ist. Da wäre immerhin Bildung ja auch so etwas wie ein Immunisierungsprozess. Mir kommt das in den Sinn, ja, weil wir diese Geschichte mit der Staatsquote nicht wieder aufgenommen haben. Da hat sich doch folgerichtig nach dem Zweiten Weltkrieg besonders intensiv der Staat der Bildung angenommen. Da hat man gesagt, Bildungsnotstand. Ja. Dann gab es einen Bildungsrat, Bildungsplaner, Bildungsökonomen. Ja, ja. Das heißt, ein satter Zugriff der staatlichen Gewalt auf das, was Bildung ist. Ist das ein Symptom oder ist das eigentlich das Ziel? Ist das...
die Ordnung, in der Bildung dann gedeiht. Ich muss auch noch eine Fußnote an das, was Stürmer gesagt hat, anhängen. Und zwar gegen das, was Grosser gesagt hat. Das hat ja leider Gottes dazu geführt, diese Auffassung von Grosser, das Bildungsbürgertum habe Hitler nicht verhindert oder sogar und all diese Dinge, dass man alles das, was vor 1933 in Deutschland gewesen war, weil es Hitler nicht verhindert hatte, abgewertet war. Und ein Grund, warum die Deutschen sozusagen so orientierungslos sind und ihr Bildungssystem so löchrig und sie dauernd Kommissionen und Räte und Konzeptionen entwickeln, die aber im Grunde genommen nur organisatorische Hirngespinste entwickeln und sich nie um die Substanz kümmern, liegt ja darin, dass man im Grunde genommen heute weithin in Deutschland glaubt, und zwar viel stärker, als man das unmittelbar nach 45 tat, dass gewissermaßen alles, was vor 1933 war, weil es Hitler nicht verhindert hat, minderwertig ist und daher sozusagen vergessen werden kann. Und das halte ich in der Tat für ganz fatal. Denn wenn sich Deutschland erholt, wird es das natürlich nur tun, indem es seine eigenen Traditionsbestände prüft oder manches in der Tat. Das hat sich doch schon längst erholt. Das ist die Frage, ob es sich sozusagen, ja, es wird sich in jeder Generation immer wieder neu erholen, nicht wahr? Aber ist die Debatte mit 1945 richtig datiert? Also ich möchte behaupten, die eigentliche Bildungsdiskussion hat ja in Deutschland begonnen 1918, denn da war ja sozusagen die abendländische Kulturidee auf den Prüfstand gestellt worden. Nicht nur die Frage, ob die Nationalklassiker-Lektüre den Applaus des Bildungsbürgertums gegenüber einem Diktator verhindert. 1918 wurde ja darüber diskutiert, ob der gemeineuropäische Humanismus, also mit anderen der gemeinsame Nenner des Europas vor der Osterweiterung, ja, sagen wir es mal ein wenig anachronistisch, ob dieser gemeinsame Bildungsnenner der Europäer, der christliche Humanismus, solchen Gewalten gewachsen war, wie sie im Ersten Weltkrieg zur Entfesselung gekommen sind. Das ist, glaube ich, die Debatte, die seit 1918 über der gesamten Bildungsdebatte anhängig ist. Und die wurde ja von einigen sehr leidenschaftlichen Beiträgern vorangetrieben, nicht? Auch der junge Brecht ist übrigens ein Beiträger, und zwar in einer barbarischen Positur, ja? Ebenso wie der junge Ernst Jünger, der eben ja auch als, nachdem er gesehen als hat, dass ebenfalls als, als kultivierter Barbar, ja? Als Barbar geglaubt hat, er hat jetzt in einer solchen kulturellen Situation ein neues Rederecht, nicht wahr? Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt, sagt Karl Kraus einmal, auch im selben Sinnhorizont. Und ich glaube, diese Frage nach der Belastbarkeit des humanistischen Drehbuches für europäische Menschen in einer Zeit, die durch Weltkriegsrisiken ausgezeichnet ist, die steht doch eigentlich zur Debatte, wenn wir heute den Bildungsbegriff wieder ausgraben. Und mir scheint, dass wir heute den eigentlichen Horizont nach einem hoffentlich abgelaufenen Zyklus von Weltkriegserfahrungen dieser Debatte zu Gesicht bekommen. Nämlich die Frage, wie konfigurieren wir die Menschenbildung mit der Heraufkunft einer kulturellen Großwetterlage, auf die Menschen überhaupt nicht vorbereitet sind. Denn wir werden im Augenblick von den Maschinen überholt. Ja, das ist nicht nur eine kleine Kulturrevolution, das ist ein Zivilisationsbruch, der im Augenblick durch die Lebensgeschichten jedes einzelnen Menschen hindurchläuft. Selbst das Sprechen ist angesichts des Computers nicht mehr, was es einmal war. Ja. Die Arbeitslosigkeitsdebatte, die zurzeit weltweit geführt wird, ist nur die Hälfte einer Debatte, von der wir jetzt die andere Hälfte beginnen. Denn ich glaube, Arbeitslosigkeit und Sprachlosigkeit gehören in einer gewissen Weise zusammen. Und wir werden bemerken, dass wir, dass die roboterisierte Intelligenz nicht nur die schweren, die unangenehmen, die niedrigen kommunikativen Tätigkeiten und alles, was repetitiv und ernst ist an menschlichen Funktionen, besser übernimmt, dass sie eine ungeheure Freisetzung produziert, sondern dass sie einen großen Teil von den Funktionen, von denen wir bisher geglaubt haben, sie seien unabdingbar menschlich, ebenfalls mit übernehmen. Ja, also die Menschheit hat sich bisher eigentlich eher nach der Seite der Überwelt abgegrenzt. Das heißt, wir haben mit Gott diskutiert, allenfalls mit den Tieren, um zu sagen, wo unser Platz ist. Wir diskutieren heute mit den Maschinen, vielleicht auch noch mit theologischen Größen. Ja? Also das Dreieck heißt heute eigentlich mehr Mensch, Maschine, Gott. In dem definieren wir den menschlichen Platz.
Und daher können wir durch bloße Aristoteles-Lektüre allein tatsächlich für unsere Zeit nicht mehr gewinnen. Und deswegen, und das ist der tiefere Grund, warum Goethe nicht mehr gelesen wird, obwohl ich es auch bedauere, ich finde es skandalös. Aber ich kann verstehen, was den Leuten, die heute den lächelnden Benutzeroberflächen der intelligenten Maschinen gegenüberstehen, warum die größere Herausforderung für diese Leute von dort her kommt und nicht von den Klassikern. Und obendrein, ich möchte noch ein Argument vielleicht hinzufügen. Es ist ja ein Menschentypus heute im Verschwinden. Und da bin ich mit Herrn Barek in der Grundanalyse zumindest einer Meinung. Es ist nicht so, dass wie wir eben gehört haben, nicht, dass dass alles bleibt, dass auch Bildung bleibt, dass sich alles, dass alles überlebt, auch dass Religion überlebt. Die Goethe-Kenntnisse sind ja wirklich weggestorben. Ich kann diesen sozusagen von Herrn Marquardt vorbildlich geäußerten Optimismus in dem Punkt nicht ganz teilen. Ich habe es jetzt mit einer Studentenschaft zu tun, bei der zu 90% diese Schicht einfach abgebaut ist. Ohne dass diese Menschen weniger liebenswürdig oder weniger elegant oder ohne weniger leistungsfähig werden. Aber sie haben etwas nicht gelernt, was die Nachkriegsgeneration, zu der ich rechne, noch gelernt hat. Nämlich diese psychologische, kunstvoll ausgewogene Balance zwischen der Bildungseitelkeit und der Bildungsdemut. Also die Bildung ist ja eine masochistische Funktion. Yeah. Ja? Also um es mal psychoanalytisch zu sagen. Also zwischen der ältere gebildete Mensch hat eine ganz andere Balance zwischen den narzisstischen und den masochistischen Faktoren in seiner psychologischen Maschinerie, um es mal ganz hart zu sagen. Und es tritt heute ein neuer Sozialcharakter auf den Plan, bei dem die Demutsgesten einfach weggefallen sind. Die Bereitschaft, ruhig zu halten, stillzustehen, zu bewundern, sich klein zu fühlen gegenüber Goethe, ist vollkommen weg. Ja? Goethe ist ein Kumpel geworden. Notfalls holt man sich aus dem Internet mal ein Zitat. Das ist eine andere Haltung. Der lesende Mensch, der eigentlich so auf den Knien des Verstehens, ja, vor dem Text ausharrt, ja, und der weiß, was ein Meisterwort ist, ja, und der ein Leben lang versucht zu verstehen, was in einem Goethe-Wort angelegt war. Ja, der glaubt, dass die Worte der Meister reich sind. Also die Unkultivierten heute die Regisseure. Bei der Oper und beim Theater sind sicher Kinder ihrer Zeit. Die keinen Respekt mehr vor dem Goethe-Text haben. Aber ich will nur darauf hinweisen, ich beklage es nicht nur, dass diese Respektskultur, die masochistische Kultur verschwunden ist. Denn die hat ja auch mit dem zu tun, worauf Sie zu Recht hinweisen. Nicht? Wenn ein Bildungsbürgertum versagt, dann deswegen, weil es an der falschen Stelle ruhig zu halten gelernt hat, ja, und weil es zu brav erzogen worden ist und zu sehr zu dieser knienden Haltung gegenüber den Klassikern erzogen worden ist. Aber Herr Sutter, diese die neuen Knien doch auch, also die, von denen Sie eben geredet haben, nicht? Ja, aber wovor? Ja, das ist eben die Frage, das sind doch keine autonomen Menschen dabei entstanden. Ich finde das, was Sie gesagt haben, ungeheuer wichtig und faszinierend. Und, die Überflutung mit Informationen scheint etwas ganz Neues zu sein. Das ist nur eine Fußnote zu dem, was Sie gesagt haben. Es entsteht eine ganz andere Form von Wissen, das sozusagen den Vordergrund beherrscht und eigentlich keinen Hintergrund hat. Und das ist schon eine Frage, wo die Kriterien herkommen, mit denen man damit umgehen kann. Ich möchte mal vielleicht im Versuch, das auch noch gründlicher nutzbar zu machen, was Herr Sloterdijk gesagt hat, Folgendes in Erinnerung rufen. In der Bildungsdebatte im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, also in der beginnenden Industriekultur, da hat immer die Vorstellung eine Rolle gespielt, man schützt den Menschen vor der Selbstentfremdung in der Berufstätigkeit. Also in dieser modernen Industriewelt, die nach ihm greift, die griff ja anfangs 14 Stunden nach Erwachsenen und Kindern, Tag für Tag, trennte die Familien. Also es war auch ein großer Bruch, der da erlebt wurde. Und wenn Sie schildern, wie gewaltig die Verwerfungen sind, durch die wir augenblicklich gehen, dann ist gleichzeitig das, was Sie über Bildung sagen, Sie haben ja geradezu ein Tugendsystem Bildung zuletzt geschildert, wenn Sie gesagt haben, Demut. Sie haben Tugenden geschildert, Selbstdistanz.
Bescheidenheit, dann könnte genau das, was Sie über die Bildung gesagt haben, eine Art Therapiesystem schon sein, in einer Zeit, die so vieles wegschwemmt und mit der Informationsflut, wenn man nicht in der Lage ist zu unterscheiden, was ist für mich wichtig, eine ungeheure Hektik bringt. Also ist es nicht tatsächlich so, dass in dem, was Sie so gesagt haben und was Sie nebeneinander gestellt haben, im Grunde auch ein Verhältnis von Anforderungen und Lösungen gesehen werden kann? Oder das muss ja nicht Goethe sein. Das haben wir ja sehr schön beschrieben, dass wahrscheinlich die kanonischen Säulen auch wechseln. Aber ist nicht tatsächlich dieser Schutz vor ganz großen Irrtümern, das kam ja eben schon mal, vor Versuchungen, vor Lockungen, vor dem Weggeschwemmtwerden, vor dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit. Eine solche Zeit vermittelt ja vielen Menschen auch das Gefühl. Die Arbeitslosigkeit wird immer als Beispiel genannt, aber es gibt auch viele andere Menschen, die sich wertlos und nicht mehr tüchtig zum Beherrschen der Aufgaben dieser Zeit fühlen. Ist da nicht doch etwas möglicherweise zu entwerfen, was man vielleicht Bildung nennen könnte, was den Menschen besser schützt vor diesen Stürmen, in denen wir leben? Ja, es läuft eigentlich auf die Neustellung der Immunitätsfrage hinaus. Ja. Nicht? Also wenn man sagt, also alle Kulturen arbeiten auch symbolische Immunsysteme aus. Mhm. Nicht? Und Bildung ist im weitesten Sinn, funktionalistisch gesprochen, ein symbolisches Immunsystem, mit dem Kulturen in bestimmten Rahmenbedingungen überleben können. Dann müssen wir sagen, heute ist da eine Immunkrise da. Nicht? Also wir brauchen heute eine Neuformatierung dieses Immunsystems. Also, da ist vielleicht, wenn deutsche und israelische Politiker, Staatsmänner, Würdenträger zusammenkommen, dann zitieren sie gerne ein Wort: Das Geheimnis der Erlösung ist Erinnerung. Mhm. Und wenn man sich erinnert, dann kommt es nie wieder vor. Das mögen Illusionen sein, große Illusionen sein, denn aus der Geschichte sucht natürlich jeder exakt die Lektionen, die ihm passen, aber nie die ihm nicht passen, die ihn vielleicht warnen würden. Aus der Geschichte kann man ungeheure Ermutigung für die blödsinnigsten und schrecklichsten Dinge ziehen. Aber wenn die sozusagen politisch korrekte Rede so geht, dann muss man ja eigentlich auch was dafür tun. Und das tut man nicht dadurch, dass man sagt, alles, was vor dem Nationalsozialismus war, ist Ursache des Nationalsozialismus. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Wir haben darüber gesprochen. Die zweite Frage, die mich in diesem Zusammenhang sehr interessiert, ist: Also wir haben die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, der United States of Europe, nun in aller Form vor etwa 2 Jahren auch von deutscher Seite aus beiseite gelegt. Es wird ein Europa der Nationalstaaten geben, es wird ein Europa der Nationalkulturen geben und dann gibt es eine Menge Overlap und ohnehin ist in Europa 3/4, hat Ortega y Gasset gesagt, 3/4 dessen unserer Werte, unseres Denkens ist ziemlich identisch, abgesehen von den unterschiedlichen Sprachen. Die Frage ist doch dann: Was bringen eigentlich die Deutschen ein in diesen vielstämmigen Chor, wo es zum Teil sehr stolze Nationalkulturen gibt, die auch gar nicht so gebrochen sind, die ja auch schreckliche Schicksale erlebt haben. Und die Deutschen haben im 30-jährigen Krieg noch viel Schlimmeres erlebt als im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und es sind Millionen umgebracht worden. Und trotzdem kommt nach dem 30-jährigen Krieg eine große Musik, eine große Nationalkultur, eine große bildende Kunst. Das alles entsteht wieder und wird nicht einfach zynisch weggewischt als etwas, was den 30-jährigen Krieg auch nicht verhindert hat. So geht das Leben nämlich gar nicht. Also was bringen wir Deutschen eigentlich ein in dieses Europa der nächsten Generationen? Irgendetwas Deutsches oder sind wir sozusagen integrierte Gesamteuropäer oder überhaupt integrierte Nichts? Undefinierte Wesen. Was bringen wir da eigentlich ein? Das ist wieder eine Frage, doch nicht von Ausbildung, sondern von Kultur und damit von Bildung. Ich bin der notorische Rückfaller ins Diskussionszustände, die wir schon verlassen haben. Aber ich fühlte mich angesprochen durch die leichte Kritik, die bei Herrn Sloterdijk gegenüber meinem Optimismus durchklang. Und ich höre das besonders stark, weil ja normalerweise dazu noch kommt, du als Skeptiker, als erklärter Skeptiker, nur ausgerechnet du optimistisch. Du sagst, die Bildung ist gar nicht weg. Ich würde übrigens sagen,
was Sie gesagt haben, war für mich ein Beweis dafür, oder sagen wir ein Beleg, ein Mitbeleg dafür, dass sie weniger weg ist, als wir meinen. Also meine Antwort auf diese Optimismus-Schelte, insbesondere bei einem Skeptiker, ist in der Regel, dass ich sage, wir sind nicht so gut gestellt, dass wir es uns leisten könnten, kein Optimist zu sein. Wir müssen gewisse Zuversichten pflegen. Das ist der Strohhalm, den wir haben. Und vielleicht ist dieser Strohhalm nicht bloß ein Halm, sondern vielleicht doch ein dickes Tau. Natürlich, ich meine, vor kurzem hat ein Rezensent die schöne Formulierung gebraucht, ist Dauerentwarnung institutionalisierbar, Lorenz Jäger, in Bezug auf mich. Ja, die Formulierung sagt was. Und ich habe sie wirklich schön gefunden. Es gibt so Situationen, die kennen Sie sicher auch, alle hier, wo man aus Begeisterung über eine treffende Formulierung, auch wenn sie auf eigene Kosten geht, so begeistert ist, dass der kritische Gehalt dabei gar nicht so richtig bei mir ankommt, nicht? Ich fühle mich also weniger widerlegt dadurch als oder getroffen dadurch, als vielmehr begeistert. So ist es, ja, so ist es. Die ist institutionalisierbar dann, wenn man sozusagen so verzweifelt ist, dass einem gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als Hoffnung zu haben. Das ist die Situation. Es ist eine merkwürdige Form von Optimismus. Und ich würde in der Tat sagen, aber diesen Optimismus zu pflegen, halte ich für nötig. Und ich würde in der Tat sagen, die Bildung ist weniger weg, als wir es meinen. Und diese ganzen Diskussionen, Bildungsnotstand und Bildungsplanung und so weiter, was Sie gesagt haben, Frau Höhle, das sind sozusagen rudimentäre Formen des Hilferufs. Wir brauchen das. Wie es gemacht wird dort, befriedigt mich auch in gar keiner Weise. Aber die Tatsache, dass es im Gespräch ist, stimmt mich auf diese etwas verzweifelte Weise hoffnungsfroh. Das möchte ich doch sagen. Zuerst mal, also ich bin nicht optimistisch bei Zwang, ich bin es genetisch. Und ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied in der Veranlagung, ob man es ist oder nicht ist. Und das hat mit dem Ereignis an sich recht wenig zu tun. Zu Stürmer. Ich habe neulich in Telemann gesprochen, zur Eröffnung der Telemann-Woche. Und wies darauf hin, dass Telemann aus Magdeburg war, Bach und so weiter und Schütz aus Dresden. Und das sollte den Westdeutschen beweisen, dass in Ostdeutschland Kultur gegeben hatte. Das scheint mir heute etwas Wesentliches in Westdeutschland zu sagen. Und diese Kultur war aber auch eine europäische. Sie sind ununterbrochen gereist und Händel und Schütz und alle waren ununterbrochen unterwegs. Und deswegen ist mir die Frage, was soll der deutsche Beitrag sein? Wenn man mir sagt, was soll der deutsche Beitrag sein, ist die deutsche Kultur der Nachkriegszeit, die heute im Namen der D-Mark vergessen wird. Es ist das einzige Land in Europa, das aufgebaut worden ist auf eine politische Ethik und nicht auf den Begriff der Nation. Das hat Deutschland in der Nachkriegszeit groß gemacht, die Bundesrepublik. Das ist durch Artikel 23 bestätigt worden, dass so zu sein hat. Und ich habe jetzt gerade ein neues Buch fertig über Deutschland in Europa. Und damit beende ich, der deutsche Beitrag in Europa ist Vorbild zu sein. Und das ist das Gegenteil von dem, was Fides von Baring schreibt. Es ist Vorbild zu sein, dass die Politik sich auf einer Ethik gründet. Und wenn heute zum Beispiel die Macht als Identitätsstimmung gemacht wird, 1945, 1948 war die deutsche Identität die Ablehnung des Nationalsozialismus in der Vergangenheit, von Ulbricht in der Nachbarschaft, das war der deutsche Beitrag in Europa, das war ein Kulturbeitrag. Und mir ist völlig egal, ob Hans und Sophie Scholl Antigone gelesen haben oder nicht. Sie haben als Antigone gehandelt. Das ist das Wesentliche und haben damit eine politische Bildung gezeigt. Bestreite ich doch gar nicht. Politische Bildung, Sie sagen das so nebenbei, das ist der Begriff, der im Zuge dieser Entwicklungen entstand. Genau. Politische Bildung, das gab es vorher nicht. Das heißt, hier hat man also den Zugriff in ganz bestimmte Lebensbereiche, die wichtig werden. Und 90 ist vergessen worden. Sprechen Sie mal mit den Leuten der evangelischen Akademien in neuen Ländern.
die sind verzweifelt gewesen, weil man ihnen keine Mittel gab. 1945 gab es den Aufbau der Demokratie in Deutschland. Und nicht nur, wie es dumm gesagt wird, die Alliierten, die das auferlegt haben. Es gab die Akademien, es gab eine Reihe von Dingen. Und 1990 wurde gesagt, der Markt macht das schon. Das ist genau der Punkt, wo ich hinzielen wollte, eben Institutionen. So, Bildung ist nicht ein Gutes, das in der Lehre entsteht und das einer bestimmten Clique von Leuten gehört. Und das wird über Institutionen übertragen, insbesondere Schule. Wir haben von Schulen diskutiert vorher. Und also das mag schon sein, dass die Schulen oder die Schule im Allgemeinen jetzt nur fähig ist, Kenntnisse zu übermitteln und nicht nur Bildungswillen oder Sehnsucht nach Bildung, aber es ist manchmal fähig. Es gibt gewisse Professoren, die das tun, es gibt gewisse Studenten, die das mögen. Aber das ist die Institution, der institutionelle Rahmen, der vor allem wichtig ist. Unser Thema war ja, ob Bildung da vollständig und gut aufgehoben ist. Und anfangs, als wir darüber sprachen, dass das auch persönliche Lehr- und Lern- und Autoritätsverhältnisse sind, in denen Bildungsprozesse angestoßen und überhaupt akzeptiert wurden, da kann man natürlich fragen, in einer Massenkultur, muss Bildung anders organisiert werden? Ist das gelungen? Es gibt in der sogenannten Bildungsdebatte, die ja neu entflammt ist, wichtig für Sie, Herr Marquardt, da gibt es den schönen Begriff, Bildung sei ein Megathema. Also wir haben das auch sprachlich auf den neuesten Stand gebracht. Und die etwa Zuständigkeitsfrage in der deutschen Politik, sollen das immer noch die Länder sein oder brauchen wir einen drüber thronenden Bundesbildungsminister, ist kein Zufall. Ist das auch nur eine Heimweh- und Sehnsuchtsdebatte oder ist das die Erkenntnis einer echten Lücke? Ich sage jetzt nicht Marktlücke, aber das wäre wahrscheinlich dann in der Sprache unserer Tage das Angemessene. Oder wird da nicht doch nur ja, Nostalgie, Wehmut, Heimweh abgehandelt? Ich halte die ganze Debatte für absurd. Was wir brauchen, ist eine Wiederbelebung des Kulturföderalismus. Und das heißt, weg mit der Kultusministerkonferenz, weg mit dem Hochschulrahmengesetz, um den Ländern, deren eigentliche Stärke in einer sich wirtschaftlich immer mehr internationalisierenden, globalisierenden Welt, wenn die Länder da noch ein Gewicht haben wollen, muss es ja ein kulturelles Gewicht sein. Eine Konkurrenz auf dem Schulsektor, auf dem Hochschul- und Universitätssektor, ein Versuch, mal irgendwo etwas auszuprobieren in einem kleinen Bereich, um dann zu sehen, trägt das eigentlich zur Erneuerung bei oder nicht. Das ist ungeheuer wichtig, dass die Länder im Grunde genommen die Kulturfreiheit vollkommen aufgegeben haben, dass sie gar keinen Föderalismus mehr haben, außer in den Fahnen und Ministerpräsidenten der Länder. Das ist doch das eigentliche Problem. Also ich würde sagen, das Durchdenken der Verfassung heißt eigentlich heute dem Bund seine eigenen Handlungsmöglichkeiten geben, da wo das notwendig ist, und den Ländern auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten zurückgeben und ihnen eigene Finanzquellen eröffnen. Diese Verschränkung, die zu einer Lähmung zu führen droht zwischen Bund und Ländern, weil sie immer gegenseitig im Gehege sind, das ist doch das Problem. Die Substanz, von der das dann passiert, ja, die meinen Sie, ist da. Ich muss aber Gedanken machen. Wenn man in der Demokratie sozusagen vertraut darauf, dass vernünftige Initiativen auch kommen werden, wenn man sie kommen lässt, davon gehe ich aus, das würde zu einer Belebung der deutschen Bildung führen und nicht der Bundeskultusminister. Aber ich meine, wenn man mit den Gedanken weiterführt, kommt man ja doch auch zu folgendem Schluss. Die alten Universitäten, wie auch die alte Literatur, die ja als Hauptmedium von Bildung fungiert hat, charakterisieren ja eine Weltlage, in der es noch